Herzlich willkommen bei Tiermaestro, dem Tierkanal. Auf diesem Kanal haben wir wissenswerte Informationen und spannende Fakten aus unseren redaktionellen Arbeiten in Videoform für euch zusammengetragen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns freuen. Bei Fragen hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Im heutigen Video behandeln wir das Thema Hundeflöhe. Wir zeigen euch Produkte zu diesem Thema und zeigen euch, wie euer Hund diese los wird. Weiteres nach dem Videohinweis. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit der Frage, was sind Flöhe, an? Flöhe sind winzige, flügellose Insekten, die sich vom Blut eines Tieres, dem Wirt, ernähren. Sie sind nicht immer einfach zu erkennen und können von Tier zu Tier springen. Flohbisse können starken Juckreiz verursachen, was wiederum zu Hautinfektionen und Fellverlust beim befallenen Tier führen kann. Manche Tiere infizieren sich durch Flöhe auch mit Krankheiten. Flöhe mögen es gerne warm, wodurch die Hauptsaison für Flöhe früher auf die Sommermonate beschränkt war, doch dank der modernen Zentralheizung finden Flöhe das ganze Jahr über ein gemütliches Plätzchen, auch im Winter. Doch wie gelangen Flöhe ins Haus? Erwachsene Flöhe können von draußen schnell unbemerkt ins Haus gelangen, etwa indem sie beim Spiel mit befallenen Artgenossen auf den eigenen Hund oder die Katze springen oder auch wenn die Vierbeiner Kontakt mit infizierten Igeln oder Mäusen hatten. Wenn Flöhe einen Wirt finden, von dem sie sich ernähren können, bleiben sie auf diesem und vermehren sich. Ausgewachsene Flohweibchen können am Tag bis zu 50 Eier auf ihrem Tier legen. Die Eier haben ein geringes Gewicht und rieseln leicht auf Teppiche, Schlafplätze von Haustieren und weiche Einrichtungsgegenstände herab. Dort schlüpfen später die Larven, die sich hauptsächlich vom Kot der ausgewachsenen Flöhe ernähren. Flöhe halten sich bevorzugt auf den Hauptstraßen des Haustieres innerhalb des Wohnbereichs auf, sowie auch rund um die Schlafplätze. Die Larven meiden das direkte Tageslicht und verstecken sich gerne in Ritzen und Ecken sowie in oder unter Teppichen. Nach einiger Zeit verpuppen sich die Flohlarven in einem festen, extrem widerstandsfähigen Kokon, in dem sie sich zu fertigen Jungflöhen entwickeln. Diese Puppen können auf gewebtem oder rauem Untergrund recht fest haften und sind deshalb kaum beim alltäglichen Saugen zu entfernen. Der fertige Floh schlüpft aus seinem Kokon, wenn er spürt, dass ein Wirt in der Nähe ist. So kann aus einem einzigen Floh schnell ein hartnäckiger Befall in den eigenen vier Wänden werden. Tatsächlich finden sich nur rund 5% der Flöhe eines Befalls auf ihrem Tier, die restlichen 95% sind in ihrem Zuhause in einem unreifen Stadium verteilt. Einen Flohbefall erkennen. Kämmen Sie regelmäßig das Fell Ihres Tieres mit einem Flohkamm? Da. Es ist ein spezieller, sehr engzahniger Kamm. Legen Sie die dabei gegebenenfalls herausgekämmten dunklen Krümel auf ein feuchtes Tuch. Verfärben sich diese rötlich, ist das ein Zeichen für einen Flohbefall, da Flohkot Blut enthält. Jetzt gilt es, einer weiteren Ausbreitung der Flöhe schnell und konsequent entgegenzuwirken. Flöhe bekämpfen. Sobald Flöhe in ihren vier Wänden angekommen sind, ist es sehr schwer, sie wieder loszuwerden, weil sie sich so schnell vermehren und im ganzen Haus ausbreiten. Aber keine Sorge. Sie müssen nicht den Kammerjäger rufen, sie können selbst wirksam gegen diese Plagegeister vorgehen. Einen Flohbefall bekämpfen Sie am besten an zwei Fronten, am Tier und in Ihrem Zuhause. Überlassen Sie Flöhen nicht das Feld. Folgen Sie diesen vielfach bewährten Tipps, um die Parasiten loszuwerden und einen üblen Befall zu verhindern. Um Hund und Katze von Flöhen zu befreien, ist die Anwendung eines Antiflohmittels der erste Schritt. Zugelassene Produkte aus der Apotheke oder vom Tierarzt, wie das Seresto R-Halsband für Hunde. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro.